Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen hier bei der OL-Talk-Runde Das Thema. In knapp 2 Wochen stehen die Kommunalwahlen an und auch in Kürdorf wird eine neue Stadtverordnetenversammlung gewählt. Am 14. März stehen in Hessen die Kommunalwahlen an. Auch in Kürdorf werden dabei die kommunalen Gremien neu gemischt. Das aus 23 Sitzen bestehende Parlament besteht hierbei aus 2 Wahlbündnissen, der SPD-UWL und der FWG-CDU. Im Jahr 2016 konnte das CDU-FWG-Wahlbündnis eine deutliche Mehrheit für sich aufbringen, nun werden die Karten jedoch neu gemischt. Beide Wahlbündnisse kandidieren erneut für diese Wahlperiode. Wie sieht die Zukunft von Kürdorf aus? Das ist unser Thema und das sind unsere Gäste. Renate Schmidt, SPD-UWL-Wahlbündnis. Karl-Heinrich Laudon, CDU-FWG-Wahlbündnis. Frau Schmidt, was würden Sie sagen, was waren so die größten Versäumnisse in Kürdorf in den letzten Jahren? Naja, Versäumnisse möchte ich jetzt hier gar nicht aufzählen. Ich finde, wir haben viele positive Sachen aufzuzählen. Und was wäre das? Ja, zum Beispiel das Projekt der Kürdorfer Höfe ist ja was ganz Besonderes in ganz Hessen, kann man fast sagen. Es ist ja jetzt angefangen worden, schon in 2017. Und jetzt kommt so langsam Fahrt auf, weil wenn man Fördermittel haben will bei uns in Hessen oder in Deutschland, dann braucht man einen langen Atem. Das stimmt. Und das merken wir jetzt besonders, dass man ganz viel investieren muss, auch an Zeit und an Kraft, um an diese Fördermittel zu kommen. Aber davon abgesehen sind wir ganz froh, dass dieses Projekt in Kürdorf initiiert wurde und dass die Stadt sich auch, die Stadt muss sich zwar auch anstrengen und mit investieren, aber ich denke, das lohnt sich für die Zukunft. Herr Laudon, sehen Sie das ähnlich? Gibt es etwas, was man hätte vielleicht aus Ihrer Sicht besser machen können in den letzten Jahren oder weniger? Nee, ich bin da eigentlich auch bei Renate, dass wir also wirklich sagen müssen, wir haben die Zeichen der Zeit erkannt und durch das ICAC-Programm, wo wir viele, viele Punkte aufgefasst haben und da natürlich der Schwerpunkt momentan der Kürdorfer Höfe, haben wir eigentlich ein Zeichen gesetzt, dass wir uns für die Zukunft rüsten. Denn wenn wir nichts machen würden, dann wären wir irgendwann in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Jetzt hat es aber doch tatsächlich, Sie haben es jetzt eben schon gesagt, dass es natürlich ein bisschen länger dauert, einfach auch durch verschiedene Fördermittel, die beantragt werden müssen oder sowas. Würden Sie sich da ein bisschen mehr Unterstützung auch vom Land wünschen bei sowas? Ja, auf jeden Fall muss man sich da Unterstützung anfragen, aber man bekommt sie eben nicht immer. Gell? Und auch die Personen, die da zuständig sind, sind manchmal, ich sag jetzt mal, wirkliche Bürokraten. Und das ist schon ein Hindernis. Gell? Da müsste schon ein bisschen was getan werden, damit die Bürokratie etwas entflochten wird, damit es für die normalen Leute in der Verwaltung einfacher wird, da überhaupt an die Fördermittel heranzukommen. Ja. Aber neben den Kürdorfer Höfen, die jetzt ja wirklich ein großes zentrales Thema in Kürdorf sind, hat sich da ja auch ansonsten ziemlich viel getan. Jetzt neuerdings gibt es die Dorf-App beispielsweise, um die Leute schnell und unkompliziert zu informieren. Oder aber auch der Kleintalmarkt. Herr Laudon, wie zufrieden sind Sie denn mit der Entwicklung der letzten Jahre? Also ich greife wieder auf das ICAC-Programm zurück. Das ICAC-Programm hat ja unter anderem auch dazu geführt, dass wir gerade den oberen Marktplatz mitgestalten konnten. Auch da sind ja etliche Fördermittel des Landes reingeflossen. Und durch diesen oberen Marktplatz, den wir geschaffen haben, um eine Plattform zu bilden für diesen Markt, ist dieser Markt ins Leben gerufen worden und ist sehr, sehr gut angenommen worden. Gleich ist also auch, dass wir natürlich auch versuchen, jetzt durch die medialen Mittel immer besser heranzukommen. Deshalb ist ja auch unter anderem noch eines der Anstreben, dass wir die Glasfaserversorgung in die Ortsteile reinbekommen, in Kürdorf, so dass wir ein schnelleres Anbinden bekommen und nicht abgehängt werden von den großen Städten. Aber da sind Sie ja auch gerade schon beispielsweise dabei. Also wenn wir jetzt die Nachrichten so verfolgen, war TNG und so weiter, ist ja mit dem Ausbau jetzt gerade in Kürdorf auch mittendrin. Ja, auch da hat es natürlich eine ganze Zeit gedauert. Und jetzt haben wir die glückliche Weise, dass mit Gödel und TNG auf einmal 2 Anbieter da sind, die sich für uns interessieren. Und wir natürlich jetzt den Nutzen daraus ziehen wollen und möglichst natürlich schnell anschließen wollen, sodass man also
einen Home-Arbeitsplatz. Wir haben es ja nun durch Corona erlebt, wie wichtig das ist, ob das nun für die Schulkinder ist, ob das für die Erwachsenen sind, die nicht mehr in die Betriebe, sondern zu Hause und kommen eigentlich mit einem ganz langsamen Internet natürlich da überhaupt nicht weiter. Gell? Was natürlich auch wichtig ist, dass wir neue Bauplätze erschlossen haben. Ein neues Baugebiet in der Nähe des Sportplatzes, da sind jetzt 18 Bauplätze neu geschaffen worden, die jetzt auch schon fast alle verkauft sind. Ich wollte gerade sagen, oder zumindest auch schon reserviert. Oder reserviert sind, genau. Und das ist ja ganz wichtig für Kirdorf, dass sich die Einwohnerzahl stabilisiert, dass es nicht immer weniger Einwohner gibt und dadurch die Kosten ja noch höher werden. Gell? Deshalb ist es ganz wichtig, junge Familien an den Ort zu binden, weil wir haben ja alles, was junge Familien brauchen mit Kindern. Wir haben eine Grundschule, wir haben eine Kindertagesstätte. Und Ärzte und Apotheke, das ist ja alles da, was man als Familie braucht. Ja? Und wie wollen Sie das schaffen? Also will man jetzt sagen, okay, jetzt sind die Baugebiete sind ja jetzt beispielsweise schon weg oder vorreserviert. Heißt das dann neue Wohnbaugebiete ausweisen oder ja, Leerstände innerhalb der Orte? Das wäre natürlich wichtig, die Leerstände auch innerhalb der Orte zu füllen. Aber das sind auch Schwierigkeiten, die dann teilweise vom Denkmalschutz aufgebaut werden, weil es oft alte Höfe oder Häuser sind oder Fachwerkhäuser, die nicht so einfach dann wieder durch neue ersetzt werden dürfen. Aber das ist natürlich auch ein Ziel, die Leerstände wieder zu füllen und auch die Dörfer lebenswert zu halten. Das also finde ich auch eine ganz wichtige Sache. Würden Sie sagen, so ein Zusammenspiel aus vielleicht einer Ausweisung von neuen Wohnbauplätzen und der Vermarktung von Leerständen? Ja, natürlich, das muss Hand in Hand gehen. Man muss auch denen, die solche alten Häuser übernehmen, helfen, damit sie das schaffen, denke ich. Wie könnte die Stadt oder die Politik da unterstützen, Herr Laudon? Ja, wir haben ja, ich sag mal, mit dem Startschuss der Kördorfer Höfe, wo wir ja genau im Zentrum alte Häuser wieder sanieren, wieder für den Gebrauch zurecht machen. Einmal in der Trägerschaft der Stadt Kirdorf, aber auch über Privatinvestoren haben wir es jetzt geschafft. Und das ist also der Kern. Ich sage mal, wenn wir jetzt sind, sind wir genau in dem Kern. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die nächste Hüllen, also die nächsten Reifen um den Kern herum, dass wir da jetzt wirklich mal auflisten, welche Häuser stehen da leer. Wie ist der Leerstand wieder wegzubekommen? Und welche Hürden sind da zu nehmen? Und da ist sicherlich eines der Punkte, wie die Renate schon angesprochen hat, dass wir aufpassen müssen, dass uns die Denkmalspflege, die sicherlich wichtig ist, aber dass wir nicht nur in einem Museum wohnen, sondern dass wir in einer modernen Stadt wohnen können. Und dafür müssen wir aufpassen, dass wir also da die Waagschale halten, dass wir also sagen, okay, hier ist was wir erhalten wollen, weil es wirklich interessant ist, aber hier ist auch ein Gebäude, wo man sagen kann, das ist im Abriss eher getan, dass man da was Neues hinstellt. Und das müssen wir schaffen. Jetzt muss man auch gucken, dann nochmal in der Topografie, da gibt es sicherlich kleine Grundstücke, wo heute vielleicht auch gar kein Interessent da wäre, wenn dieses kleine Häuschen abgerissen ist, da wieder hinzubauen, sondern dass man dann vielleicht auch wiederum zwei Grundstückseigentümer zusammentun muss, um dann wiederum ein Gebäude so hinzubekommen, dass man auch rundherum ein bisschen Platz zum Leben hat. Das ist also in den früheren Jahren war das so nicht, wurde so nicht gebaut. Heute baut man anders. Deshalb hat man ja diese Welle gehabt, dass alles an den Ortsrand oder Stadtrandlage gebaut hat und man im Innerortskern natürlich dann so ganz langsam den Leerstand bekommen hat. Die Lücken hatte, ja. Genau. Gibt es aus Ihrer Sicht denn noch was anderes, wie man junge Familien nach Kirdorf ziehen möchte? Ich meine, Kirdorf, das muss man ja auch so sagen, in der Außenwirkung ist Kirdorf eigentlich relativ jung. Es sind sehr viele junge Leute, die dort hinziehen oder sich neu für Kirdorf entschieden haben oder wieder zurückkommen oder direkt da geblieben sind. Gibt es aber noch verschiedene andere Anreize, die man schaffen kann? Ich denke mal, auch hier haben wir schon eine ganze Menge gemacht, was Renate auch schon aufgezählt hat. Wir haben also einen funktionierenden Kindergarten, eine Grundschule. Wir haben die ärztliche Versorgung, wir haben die Apotheke. Es ist freizeitgestaltet, die Vereine sind alle da, die gut die Leute aufnehmen können. Die Infrastruktur, jetzt durch auch die A49, ob sie nun jemand positiv oder negativ begleiten möchte, die A49 bringt uns wahrscheinlich auch wiederum einen, dass wir interessanter werden für die jungen Leute, für junge Familien. Und dann wären natürlich auch Arbeitsplätze. Das ist also ein Punkt, wo wir natürlich auch noch gucken müssen, wie können wir Arbeitsstätten schaffen in unserer Nähe,
ohne dass wir auch die Natur und das Ländliche verlieren. Das ist also das große Spagat, was man machen muss. In Kördorf klingt alles sehr, sehr bürgernah, finde ich. Oder so als Außenstehender hat man das Gefühl, es wird sehr, sehr viel für den Bürger getan, von der Politik aus. Das macht man auch mit Blick auf die Straßenbeiträge beispielsweise, die es in Kördorf schon seit Jahren gar nicht mehr gibt eigentlich. Was würden Sie sagen, wie will die SPD-UWL denn junge Familien in Kördorf halten oder wie will man die unterstützen? Ja, wir haben ja schon aufgezählt, dass alle die Sachen, die man für das tägliche Leben braucht, dass die da sind. Und was wir halt nicht so viel haben, sind Arbeitsplätze, wo man direkt im Ort oder in der näheren Umgebung arbeiten kann. Das wäre dann Stadt Allendorf das nächste größere Zentrum, wo viele arbeiten. Aber durch die Möglichkeiten heute, dass man sehr oft schon Homeoffice machen kann, wird das ja wieder abgemildert, dieser Nachteil, sage ich mal, dass nicht so viele Arbeitsplätze da sind. Vereine sind da, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern, zwar in der jetzigen Zeit schwierig, aber das hat alles sehr gut geklappt in der Vor-Corona-Zeit und wir hoffen natürlich, dass das spätestens im nächsten Jahr wieder der Fall ist, dass viele Angebote für Kinder und Jugendliche da sind. Betreuungsmöglichkeiten im Kindergarten sind optimal. Da gibt es die Krabbelgruppe, wo man Kinder schon ab dem ersten Lebensjahr betreuen lassen kann. In der Grundschule gibt es eine Betreuung bis um 3:30 nachmittags. Ich denke, das sind schon optimale Voraussetzungen. Also Sie haben es jetzt beide gesagt, oder Sie schließen ja jetzt daran an, was Herr Laudern auch gesagt hat, die Arbeitsplätze. Gibt es da Ideen von Ihnen beiden, vielleicht aber auch erst Sie, Frau Schmidt, wie man Arbeitsplätze schaffen kann? Wir haben ja eine Fläche, die dann vielleicht interessant wird, wenn die A49 ist, fertig gebaut ist. Das ist in der Nähe von Lehrbach, eine Wiese, wo man vielleicht für Handwerker oder kleine Gewerbetreibende Flächen anbieten könnte. Und wir haben auch in Oberkleen 2 Gewerbetreibende und in Kördorf hier und da, aber das ist eben nicht die Masse. Gell? Aber wenn sich Betriebe ansiedeln wollen, dann findet sich bestimmt da auch eine Fläche, die man da anbieten kann. Ist es richtig, ich meine, was gelesen zu haben über ein Gewerbegebiet in Zusammenarbeit mit der Stadt Homberg-Ohm, dann tatsächlich, was man sich aus dem Lückenschluss der A49 dann auch ein bisschen erhofft? Das war mal angedacht, das ist aber bis jetzt noch nicht glaube ich, noch nicht spruchreif. Herr Laudern, erhoffen Sie sich auch Chancen für die Gewerbe durch den Lückenschluss der A49? Ja, ich gehe davon aus, dass wir da die Möglichkeiten gewinnen werden. Die Frage ist halt, welches Gewerbe wollen wir ansiedeln? Denn das erkennt man halt auch, wenn andere es vorgemacht haben, dass wenn ich große Lagerhallen irgendwo hinstelle, wo nur Logistik umgeschlagen wird, da entstehen keine Arbeitsplätze. Das heißt, es wird großer Raum versiegelt. Aber es passiert nichts für die Arbeitswelt. Und das wollen wir natürlich möglichst vermeiden. Das wollen wir nicht haben. Das ist auch bei uns topografisch gesehen nicht unbedingt, weil wir halt im Kleental liegen, sehr, sehr schwierig. Ja, wir könnten jetzt ausweiten auf die Ortsteile. Und da müssen wir halt gucken. Wie gesagt, da haben wir dieses kleine Gebiet, was wir da in Lehrbach ausgewiesen haben, was zunächst noch nicht mal unbedingt Berücksichtigung gefunden hat im Regionalplan. Aber da bleiben wir natürlich dran, weil wir dieses Gebiet also vermarkten können. Und das werden wir natürlich, wenn Bedarf besteht, es tun. Und da müssen wir halt gucken, ob wir da halt auch die richtigen Hebel bewegen können, damit wir dort Gewerbe ansiedeln, die auch Arbeitsplätze mit sich bringen. Gibt es auch Möglichkeiten, schon bereits bestehendes Gewerbe oder Gewerbetreibende in Kördorf zu fördern? Oder gibt es da Ideen, wie das gelingen könnte? Also derzeit, die Gewerbetreibenden, die wenigen, die wir haben, haben also jetzt von dem, was sie infrastrukturmäßig haben, die Möglichkeiten, die sie haben, die sind eigentlich optimal gegeben. Man muss natürlich auf die Bedürfnisse der Einzelnen eingehen. Da war eines der Schwerpunkte in der letzten Zeit halt immer das schnelle Internet. Da sind wir jetzt dran. Das ist also eine Dinge, die wir erfüllen können. Bei allem anderen kommt es halt immer in dem Einzelgespräch darauf an, was wünschen die oder was wird gewünscht. Und da ist sicherlich auch der A49-Anschluss einer der zentralen Punkte gewesen für uns. Also würden Sie sagen, dass die A49 für Kördorf in der wirtschaftlichen Entwicklung auch Vorteile bringt? Gehe ich fest von aus, dass es Vorteile bringt, aber, und das darf man immer vergessen, ich sage mal, es hat alles immer zwei Seiten, Medaille ist immer zweiseitig, es wird auch Nachteile bringen, denn ich glaube nicht, so wie es teilweise angepriesen worden ist, dass wir eine Entlastung auf der B62 erreichen werden. Das sehe ich so nicht.
Und immer wieder hat man gesehen, Infrastrukturbereiche, wenn man also Autobahnen schafft, zieht man mehr Verkehr an und stößt nicht Verkehr ab. Und da sehe ich bei der B62 alles das, was von Kassel kommt, was jetzt zurzeit auf der B30 durch die Ortschaften quält, das wird entlastet. Also die Anwohner der B3 werden da eine deutliche Entlastung verspüren. Mhm. Die waren aber auch nie unser Problem auf der B62, sondern wir haben die Probleme, alle die von Fulda, also aus dem Süden gekommen sind, und alle die aus dem Osten über Kirchheim gekommen sind, sind in Alsfeld die B62 runter, Richtung Stadt Allendorf, als eine der Mittelzentren der Industrie, und haben dort ihre Waren abgeliefert oder empfangen. Und ich glaube nicht, dass uns da die A49 uns da Entlastung bringt. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Lkw-Fahrer runterfährt bis an Gemündener Dreieck und von dort wieder hochfährt Richtung Stadt Allendorf, um dann da abzuladen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich würde es mir wünschen, beziehungsweise hier werden wir vielleicht ansetzen müssen in der Politik, dass man da wirklich Fahrverbote, Nachtfahrverbote für LKWs dort rechtzeitig auch mit implantiert. Jetzt, wo die Zeit noch da ist, weil die Autobahn ja noch nicht steht, dass man da nachher also wirklich auch schon politisch den Finger in die Wunde legt und sagt, hier muss da nachher Abhilfe geschaffen werden. Wenn es zu Staus kommt, ist klar, dann ist die B62 wie auch die B49 über Romrod, sind das diese Ausweichstrecken, die da sind, die werden dann immer voll sein. Da müssen wir von ausgehen. Und jetzt ist halt das Nächste, wenn die Autobahn A49 da unten in Gemünden anschließt, die ist zweispurig, die muss dann diesen Mehrverkehr, der sicherlich entstehen wird, aufnehmen können. Und das wird schwierig werden, da gehe ich fest von aus. Mhm. Frau Schmidt, gibt es auch von Ihnen aus schon Ideen, wie Sie sagen, oder sehen Sie das ähnlich, dass Sie auch sagen, wir rechnen vielleicht doch mit einem erhöhteren Verkehrsaufkommen in Kirchdorf selbst? Ich meine, gerade die scharfe S-Kurve direkt. Ja, ich kann das schlecht beurteilen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so ist, wie das der Herr Laudon ausgeführt hat jetzt. Mhm. Das wird eine schwierige Sache, bis das wirklich so weit ist und bis sich das alles eingelaufen hat. Aber ich bin einfach auch froh, dass in Kirchdorf nicht solche Gegnerschaften sich aufgebaut haben. Es gibt sicher viele, die sind für den Bau, es gibt aber auch viele, die sind gegen den Bau, aus welchen Gründen auch immer. Aber man kann immer noch miteinander reden. Ja. Und das finde ich eine ganz gute Entwicklung. Nicht, dass man da solche Fronten aufbaut, wie das in manchen Gemeinden passiert. Das fände ich echt ganz, ganz schlimm, sowas. Gell? Das stimmt. Mit Blick auf die letzten Monate war das ja immer wieder auch in der Diskussion in der Nachbargemeinde. Genau. Aber auch in Kirchdorf gibt es Themen, die bei den Bürgern so ein kleines bisschen auch für Diskussionen oder auch für ein bisschen Unmut sorgen. Das sind die hohen Wasser- und Abwassergebühren. Warum sind die Gebühren in Kirchdorf höher als in anderen Kommunen? Können Sie das Modell erklären? Ja, das Problem ist ja, dass wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, dass wir viele Ortsteile haben, dass sie auch relativ weit auseinander liegen. Mhm. Und alle brauchen Wasserleitung für das Frischwasser und brauchen Abwasserleitungen. Mhm. Und je länger der Weg ist, desto teurer wird ja das Ganze. Und je weniger Einwohner an eine Kläranlage angeschlossen sind, desto höher sind die Kosten für den Einzelnen. Mhm. Und wir sind ja gehalten, kostendeckend das Ganze zu fahren. Es geht also nicht, dass dann die Stadtkasse da irgendwelche Defizite auffängt. Und dann muss es immer so umgerechnet werden, dass es eben auch kostendeckend läuft. Und das ist die Ursache dafür. Wäre es da vielleicht, Sie haben ja jetzt auch in dem, im Haushalt, glaube ich, auch mit drin stehen, dass das Wassernetz da jetzt in den kommenden Jahren saniert werden soll, nochmal großflächig, was ja auch ein ziemlich großer Kostenschlucker ist einfach. Ja, gerade im Gebiet an Zeinwalen, da sind die Wasserleitungen ziemlich marode, da gibt es ständig Störungen und Brüche, die dann wieder geflickt werden müssen. Aber soweit wie die Planung jetzt ist, soll das nicht zu Erhöhung des Wasser- oder Abwassergeldes führen. Was ja schon eine gute Nachricht ist. Ja, das wird halt auf viele Jahre gestreckt, dann die Investition. Und dann soll es bei den Gebühren bleiben. Wollen wir hoffen, dass es so wird. Herr Laudon, wäre für Sie vielleicht eine Alternative denkbar, dass Sie sagen würden, ja, wir müssen die Gebühren einfach auch, um da ein bisschen bürgerfreundlicher zu sein, ein bisschen senken? Und wenn ja, wie könnte man das dann abfangen? Wir haben uns damals für den Weg entschieden, als die Eigenkontrollverordnung, die europäische Eigenkontrollverordnung, dass wir das Kanalnetz
durchleuchten mussten und mussten ja dann auch Abwasserkanal erneuern, mit Inleitern auskleiden und so weiter. Da war die Frage, wie finanzieren wir das? Und wir haben es also umgelegt auf die Abwasser- und Wassergebühren und haben damit nicht einzelne Haushalte belastet. Weil wenn man so einen Bescheid reinbekommt, wo dann 14, 15, 20 oder 25.000 Euro stehen, das ist für manch einen einfach nicht zu stemmen in unserer Region. Deshalb haben wir uns für diesen Weg entschieden und ich glaube, es ist auch der richtige Weg gewesen. Wir wissen, und da hat die Renate ja auch schon gesagt, wir sind eine groß zersiedelte, weitflächig zersiedelte Gebiet in Kirdorf. Und wir haben ein Wassernetz, was gerade in dem Bereich der blauen Ecke, also Anshain, Kleinhain-Wahlen, marode ist. Und wir müssen uns jetzt natürlich überlegen, wie sanieren wir das. Das heißt, das ist nach dem Krieg gebaut worden, das hat so viele Jahre jetzt gehalten und das ist halt irgendwann so weit, dass es erneuert werden muss. Und das ist jetzt der Fall. Das heißt, wir warten eigentlich immer noch sehnsüchtig darauf, dass uns eine Architekturfirma dann nachher sagt, was wir tun müssen, wie hoch die Kosten sind, um dann das zu kalkulieren. Und das fehlt uns jetzt noch so ein bisschen. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, jetzt schon etwas an dem Wasserpreis zu drehen, weil wir leichte Überschüsse gemacht haben, weil diese Kanalgeschichten abgefahren ist. Jetzt müssen wir aber schon wieder, weil diese Eigenkontrollverordnung ist ja wieder verlangt, dass wir jetzt schon wieder Befahrungen machen durch den Kanal und da kann sein, dass da auch wiederum Kosten entstehen, die wir dann auch wieder auffangen müssen. So haben wir uns also entschieden, es erstmal nicht zu machen und das eventuell jetzt schon etwas überständige Geld dann auch gleich, sobald wir wissen, wo wir ansetzen müssen bei dem Wasser, dass wir dann da reingehen und das auch wieder instand setzen. Das ist also das Ziel für die nächsten Jahre. Aber wir können noch keine genauen Prognosen geben, was es kosten wird. Also es bedeutet praktisch, dass, wenn ich das richtig verstehe, dass die Bürger nicht bei einzelnen Sanierungen des Wassernetzes nicht einzeln die Anwohner praktisch belastet werden, sondern dass im Allgemeinen die Gebühren vielleicht ein bisschen höher sind, dafür aber sozialer verteilt auf die gesamte Gemeinde. So genau, genau so haben wir es gemacht. Kann man das sehen? Ah ja, okay, das ist also auch wieder relativ bürgernah. Ja. Verteilt, ähnlich wie mit den Straßenbeiträgen, wie das in Kirdorf schon seit Jahren geregelt wird. Ja, das ist, wenn ich jetzt vergleiche mit anderen Gemeinden, die geringere Gebühren haben, aber dann bei solchen Sachen zur Kasse gebeten werden mit großen Beträgen. Deshalb kann man das schlecht vergleichen, wenn man das nicht weiß, wie das zustande kommt. Wir haben auch noch in unserem Wassernetz ist es tatsächlich so, dass wir, weil wir mehrere Brunnen haben, können wir also sicherstellen, dass wenn also wirklich irgendwo ein Brunnen ausfallen sollte, die Wasserversorgung für diesen Ort nicht dadurch nicht mehr möglich wäre, sondern dass wir das wirklich umleiten können und können dann also Wasser von einem anderen Brunnen in diese Gemarkung hineinpumpen. Das ist also ein Luxus, den wir uns mal geleistet haben und den es heißt natürlich jetzt auch zu erhalten. Denn wir haben ja auch schon gesehen, es gibt auch schon Möglichkeiten, dass man mit großen LKWs Wasser in einen Ort reinfahren muss, weil einfach der Brunnen versiegt ist und man da kein Wasser mehr hat. Aber haben Sie denn auch Verständnis dafür, wenn Leute aus Kirdorf oder wenn Bürger aus Kirdorf sagen, dass die Gebühren sind zu hoch? Ja, wenn man aber jetzt, wie wir es jetzt gerade geschildert haben, dass es doch einfacher ist zu sagen, ich zahle halt jeden Monat oder jedes Vierteljahr mehr einmalig in diese Sache rein, als wenn ich auf einmal einen Kostenbescheid bekomme, der mich über mehrere tausend Euro, die ich dann ja irgendwo auch finanzieren muss. Es ist die Frage, spare ich langsam in der Zeit an oder bekomme ich halt auf einmal einen Schreck und muss es dann begleichen? Ja, das stimmt auch. Ein großes Thema jetzt in der letzten Zeit war auch der defizitäre Haushalt, der erstmal defizitär geplant ist für das kommende Jahr. Trotz allem, Frau Schmidt, es sind sehr viele Investitionen geplant. Was ist Ihnen von diesen Investitionen am wichtigsten? Ja, am wichtigsten ist, dass die geplanten Sachen der Kirdorfer Höfe zu Ende gebracht werden in den nächsten Jahren. Das ist einfach das A und O für die Stadt Kirdorf, dass dieser Plan auch wirklich so läuft, wie er geplant ist. Weil daran hängt doch vieles, denke ich mir. Alle anderen Sachen, wie gesagt, die Wasserversorgung ist noch wichtig. Das ist ganz zentral, damit die Leute gut versorgt sind mit Frischwasser. Ja, und vielleicht, dass man doch hier und da versucht, nochmal Arbeitsplätze zu schaffen für die Leute, damit die Einwohnerzahl stabil bleibt. Das finde ich auch eine wichtige Sache. Der Bürgermeister ist ja, oder auch die Stadt Kirdorf im Allgemeinen, ist relativ transparent mit der Nachricht umgegangen, dass der Haushalt defizitär ist. Wie wichtig ist Ihnen das in Kirdorf, dass Sie da offen mit den Bürgern umgehen? Ja, die Transparenz ist ganz,
ganz wichtig. Und das ist in der letzten Zeit, denke ich, auch besser geworden, vor allen Dingen auch für die Gremien, dass wir sehr gut informiert sind für alles, was geplant ist und für alles, was entschieden werden muss, was auch manchmal nicht klappt. Mhm. Auch das wird kommuniziert und das finde ich wichtig, dass man als Stadtverordnete oder als Magistratsmitglied auch weiß, worüber ich entscheide, was sind da für Hintergründe, mhm. was hat das für Auswirkungen, die Entscheidungen, die wir treffen. Und da fühlen wir uns doch sehr gut informiert in letzter Zeit. Würden Sie sich da anschließen, Herr Laudon? Fühlen Sie sich auch gut informiert? Oder? Ja, natürlich sind wir gut informiert, weil wir haben ja jedes Jahr den Haushalt, den wir entscheiden müssen, also wir im Magistrat und dann nachher die Stadtverordnetenversammlung. Und dann kann man in dem Haushalt ja lesen, wie die Planungen sind. Und ja, es geht immer Einnahmen und Ausgaben. Man muss also immer gucken. Ich sage immer, mein Spruch ist immer, wenn ich 3.000 jeden Monat verdiene und gebe aber 3.500 aus, ist es irgendwann nicht mehr zu schaffen. Das ist irgendwann nicht mehr zu stemmen. Das ist also eine ganz einfache Rechnung. Und dann muss man halt gucken, für was gebe ich das Geld aus. Mhm. Wir haben mit den Einnahmen, die wir haben und Schlüsselzuweisungen von der Einkommensteuer, die Einnahmen und die Schlüsselzuweisungen, haben wir einen Löwenanteil, den wir immer schon lange sehr gut planen konnten. Auf der Ausgabenseite haben wir die Kreis- und Schulumlage und dann halt Pflichtaufgaben, die können wir ja nicht einfach runter reduzieren. Wir haben unseren Kindergarten, der uns immer mehr Geld kostet. Mhm. Wir haben die Brandschutzaufgaben, sprich das Feuerwehrwesen, was wir sicherstellen müssen, weil die gesetzlichen Vorgaben da sind. Wir haben die Personalkosten, haben die Kreis- und Schulumlage, ja. damit der Kreis funktionieren kann. Dass also alles funktioniert. Und wenn man das alles mal sieht, die Einnahmen und die Ausgaben gegenüberrechnet, bleibt kaum noch Spielraum für uns selbst, um uns zukunftsfähig aufzustellen. Und somit sind wir auf Investitionsprogramme und hier gerade das Pilotprojekt Kötterfer Höfe, sind wir natürlich angewiesen. Ansonsten könnten wir das gar nicht stemmen. Und da bleibt natürlich auch immer noch ein gewisser Restbehalt, den wir bezahlen müssen. Und da kommen halt nachher auch die Sachen her. Mhm. Jetzt hatten wir für diesen Haushalt, der jetzt uns schwer im Magen liegt, das kann man ja ruhig so sagen, hängt es also daran, dass sicherlich Corona da eine gewisse Rolle reinspielt. Aber halt auch ganz urplötzliche Dinge, die also passieren können, wie ein Wasserrohrbruch im Kindergarten, wofür wir zuständig sind, den wir flicken müssen, der wirft natürlich unseren schmales Möglichkeiten, die wir haben, wirft das natürlich uns immer gleich riesige Schatten voraus, die wir nicht so einfach stemmen können. Also wer ist gerne... Oder das Problem mit dem Baumsterben. Der Stadt Kirchdorf hat immer gute Einnahmen aus dem Stadtwald erhalten jedes Jahr. Und dadurch, dass jetzt so viele Bäume krank sind und geschlagen werden mussten und der Holzpreis ja auch massiv in den Keller gegangen ist, haben wir da ca. 80.000 Euro weniger Einnahmen als normal. Oder im Kindergarten wurde vom Land Hessen der Betreuungsschlüssel erhöht, was bedeutet, dass die Stadt Kirchdorf ca. 50.000 Euro mehr Personalkosten im Jahr hat. Das ist richtig, dass der Betreuungsschlüssel erhöht ist, das ist für die Betreuung der Kinder ganz wichtig. Aber man setzt das fest und die Kosten, die kommen, die muss die Gemeinde erbringen. Und so sind da einige Sachen, die sich in letzter Zeit sehr erhöht haben, ohne dass man dazu etwas... Man konnte das nicht ändern als Gemeinde, man musste das hinnehmen. Also wäre da als Kommune tatsächlich einfach eine stärkere Unterstützung des Landes auf jeden enorm Fall. Wichtig. Es heißt ja immer, wer bestellt, bezahlt. Gell? Aber in dem Fall ist das nicht so. Die Landesregierung bestellt und die Gemeinde muss es bezahlen. Gell? Ja, macht man das, ich sage jetzt mal gerade am Kindergarten, das ist eine unserer Hauptausgabenquellen, macht man das an einem Kindergarten fest. Es wurde also von der Landesregierung und von der Bundesregierung verkündet, Kindergartenplätze, Krabbelgruppen ab dem ersten Lebensjahr. Wir haben das in Kirchdorf sehr, sehr schnell umgesetzt, haben einen gewissen Anteil an Förderung bekommen, haben zwei Krabbelgruppen geschafft, aber die Kosten für diese Krabbelgruppen, den Löwenanteil, tragen wir. Ja. Und ich habe auch mal geguckt in andere Gemeinden, wie da die Kosten für die Kindergärten sind. Da sind wir schon sehr weit vorne, weil wir halt auch sehr, sehr viel gemacht haben in den letzten Jahren, um eine kinderfreundliche Stadt zu sein. Mhm. Dass wir einen Kindergarten aufgebaut haben, der halt schon mit zwei Krabbelgruppen, also dass also die Kinder ab dem ersten Schuljahr da schon rein können. Da haben andere Kommunen noch Probleme gehabt, das überhaupt in irgendeiner Weise anzufassen und haben auch mal einfach gegenüber der gesetzlichen Vorgabe mal die Ohren beigedrückt und haben gesagt, warten wir mal ab, was kommt. Ähnlich war das auch damals mit der Abwassergeschichte, war also ähnlich, dass also da viele Kommunen das erstmal gar nicht umgesetzt haben, diese Eigenkontrollverordnung, und haben das geschoben, während wir es gleich angefasst haben und haben also auch gleich einen Weg der Finanzierung gesucht. Wie wichtig ist es Ihnen denn dann trotz Defizit im Haushalt weiterhin zu investieren?
es wäre, ja, es gibt immer zwei Wege. Entweder man kriegt in sich hinein und sagt, wir machen nichts mehr und lassen es verfallen. Oder aber man investiert, um dann auch wieder attraktiv zu bleiben, sodass Leute, wenn sie also bauen wollen, sich entscheiden, sagen, oh, wir gehen nach Kirchdorf, da ist alles, was die Grundversorgung angeht, vorhanden. Und da muss man also entscheiden. Und ich denke, wir haben den Weg gewählt, der Investition. Und ich glaube, das war der richtige Weg, den wir gemacht haben, um zukunftsfähig für unser Kirchdorf auch und für unsere Leute zu sein. Ja, für die Ortsteile finde ich auch ganz wichtig, dass da dringende Investitionen getätigt werden, nicht, dass man die abhängt, dass die DGHs funktionsfähig bleiben und renoviert werden, wenn es nötig ist. Weil so ein DGH ist für die Ortsteile der Mittelpunkt des Dorfes, weil es ja fast keine Gaststätten mehr gibt oder andere Möglichkeiten, sich zu treffen. Deshalb wollen wir auf keinen Fall, dass die Ortsteile irgendwie abgehängt werden, sondern wollen uns auch für die Ortsteile einsetzen. Wäre jetzt beispielsweise in den nächsten Jahren wieder vielleicht ein Gespräch über eine Fusion mit einer Nachbarkommune denkbar? Oder würden Sie das ausschließen? Ich denke, das können wir erstmal auf Eis legen. Hat sich erledigt, das Thema Fusion? Weiß ich nicht, ob sich es erledigt hat. Manche Gemeinden haben ja auch diese interkommunale Zusammenarbeit wie Romrod, Großfelder. Genau. Ob das vielleicht ein Thema wäre, um vielleicht Maschinen oder Ressourcen besser ausnutzen zu können, ja. Das könnte ich mir vorstellen. Gell? Ich meine, die Zusammenarbeit zwischen Antrift, Thal und Kirchdorf gibt es trotz allem in einigen Bereichen weiterhin. Ja, natürlich, jetzt mit der Sozialstation zum Beispiel, das funktioniert ja sehr gut. Gell? Mit dem Schulverwaltungsverband. Ja, genau. Gilt es, das vielleicht auch weiter auszubauen, Herr Laudern? Ja, also ich fand es schade, dass die Fusion nicht stattgefunden hat. Ah ja, okay. Und dass es leider also in der Gemeindeverwaltung oder in dem Gemeindebeschluss schon gescheitert ist und es gar nicht zum Bürgerentscheid gekommen ist. Im Nachhinein ist man immer schlauer, wie hätte man es anders anpacken können, dass es vielleicht passt. Ich denke, ein Zukunftsmodell wird es so sein, dass man also sich in größeren Verbünden zusammenschließt, denn was mittlerweile an Verwaltung, an Arbeit, durch gesetzliche Vorgaben auf die Gemeinden und auf die Städte einprasselt, ist irgendwann alleine gar nicht mehr zu schaffen. Ja. Die wenigen Mitarbeiter, die eine kleine Verwaltung hat, kann diesen immer mehr anfallenden Fülle an Aufgaben gar nicht mehr bewältigen. Und man hat auch immer Fluch und Segen, man hat auch immer geglaubt, mit dem Internet und mit dem Computer wird alles einfacher. Der Computer löst Probleme, die wir früher nicht hatten, sage ich immer, das ist immer so mein Spruch. Denn wir bekommen immer mehr Aufgaben nach unten durchgereicht und müssen diese Aufgaben bewältigen, aber es sind immer weniger Personal da. Und dann, wenn man eine immer älter werdende Gesellschaft hat, das ist ja nun statistisch auch erwiesen, die hinter diesen ganzen neuen Medien gar nicht vielleicht so hinterherkommt, dann wird das also für diese Leute immer schwieriger. Und da ist die erste Anlaufstation die Gemeinde, die Stadt, die Verwaltung. Das ist die erste Anlaufstation, um irgendwelche Anträge und Sachen auszufüllen. Und wenn da keiner mehr ist, dann wird das für diese Leute immer schwieriger oder überhaupt nicht mehr umsetzbar. Und deshalb glaube ich, dass man Verbünde zusammenfassen muss. Ich hätte es begrüßt. Ich habe auch damals schon geglaubt, dass das nur der erste Schritt gewesen wäre. Dass es also sicherlich mit Antrift Thal nicht der einzigste Schritt gewesen sein kann, sondern dass man noch weitere Fusionen zusammenführen muss, um diese ganzen Aufgaben für die Bürger vor Ort regeln zu können. Ja, aber wichtig dabei ist, dass die Bürger vor Ort einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin haben. Das finde ich ganz wichtig. Nicht, dass jetzt jemand aus Omis immer nach Kirchdorf muss, wenn das zusammengekommen wäre, sondern dass in jeder Gemeinde trotzdem noch Ansprechpartner da sind. Ansprechpartner, gut, das ist ja jetzt bei den Gemeindeverwaltungsverbänden auch ähnlich. Da passt vielleicht auch das Thema Ortsbeiräte dazu, weil die finde ich auch ganz wichtig, jetzt schon für die Ortsteile. Und ich finde, man könnte den Ortsbeiräten auch noch mehr Verantwortung übertragen, indem man ihnen ein bestimmtes Budget für das Jahr gibt, was sie eigenverantwortlich dann einsetzen können, wo sie ihre Prioritäten setzen. Also das wäre jetzt beispielsweise auch was, wo Sie sagen, das haben wir uns vorgenommen, da vielleicht mehr mit den Ortsbeiräten oder mehr in die Verantwortung mit den Ortsbeiräten zu gehen? Ja, das muss ja dann die Stadtverordnetenversammlung beschließen, wenn das so wäre. Aber das fände ich eine gute Sache, weil so müssen sie immer erst wieder Rücksprachen nehmen, müssen immer wieder sehen, das, was für uns wichtig ist, können wir das auch wirklich durchsetzen oder ist das bezahlbar? Mhm. Aber wenn sie einen bestimmten Geldbetrag hätten, dann könnten sie selbst da ein bisschen eigenverantwortlicher agieren, denke ich mir, für ihre
für Ihren Ortsteil. Mhm. Herr Laudon, denken Sie, das ist eine gute Idee? Würden ja, Sie? Wir haben auch schon jetzt angedacht im nächsten Jahr, dass man so kleinere Geldbeträge hinsichtlich der Verschönerung der Ortsteile, was also so die Ortseinfahrten, den Blumenschmuck, dass man das also den Ortsteilen selbst in die Hand gibt, weil die wissen, wo was passiert. Mhm. Und es fördert natürlich auch wieder das eigene Engagement im Ort, wieder was zu machen, was ja in vielen Ortschaften funktioniert. Mhm. Das ist also immer so, dass die Ortschaften sehr gut organisiert sind und über die Ortsbeiräte natürlich auch immer wieder die Anträge dann an die Stadt gestellt haben, wenn irgendwas an finanziellen Mitteln laufen muss, die wir eigentlich auch immer im Einvernehmen auch dann den Ortsteilen zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Also es war ganz wichtig, dass also die Dorfgemeinschaftshäuser, Renate hat es schon angesprochen, dass das ist so ein Lebenspunkt, an dem sich da alles hält, dass man das wirklich erhält. Das natürlich unheimliche Kosten sind, das darf man also nicht vergessen. Und das sind wiederum unsere freiwilligen Ausgaben, die wir ja über die Jahre hin gemacht haben mit diesen Gebäuden, die natürlich bei immer schmälerer Kasse natürlich irgendwann halt auch schwierig werden. Ja, das muss man einfach so sehen. Und deshalb ist die Eigenverantwortung in den Ortsteilen, dass man ihnen ein gewisses Budget zur Verfügung stellt und dass sie dann da machen können bei größeren Maßnahmen, auch wenn dann zum Beispiel, wir haben jetzt gerade wieder eine Sache in Anzheim, wo energetische Erneuerung der Fenster gemacht wird. Das geht also nur über die Verwaltung selbst, weil da Anträge zu stellen sind. Und das kann ein Ortsteil alleine gar nicht entscheiden. Mhm. Da geht es also um 60.000, 70.000 Euro für neue Fenster. Das muss man halt in der Verwaltung selbst machen. Mhm. Kommen wir noch mal so ein kleines bisschen jetzt gegen Ende der Talkrunde auf die Zukunft von Kyrdorf. Frau Schmidt, was muss aus Ihrer Sicht oder aus der Sicht der SPD-UWL-Fraktion angegangen werden? Was liegt Ihnen besonders am Herzen für die Zukunft? Ja, einmal, dass die Kyrdorfer Höfe funktionieren. Wir haben ja angedacht, 3 Windräder noch zu installieren im Kyrdorfer Stadtwald, dass das in den nächsten Jahren fertiggestellt wird, weil das ja auch noch eine gute Einnahme für die Stadt Kyrdorf dann werden wird. Was ich auch wichtig fände, die Installierung eines Kinder- und Jugendparlaments. Okay, aus welchen Gründen? Weil wir müssen auch bei den Kindern schon anfangen, Demokratie einzuüben. Weil die Demokratie ist ja nichts Selbstverständliches. Wir sehen ja, wenn wir uns in der Welt umschauen, wie gefährdet die Demokratie manchmal ist. Und deshalb müssen wir anfangen, das bei den Kindern schon zum Thema zu machen. Und so ein Kinder- und Jugendparlament ist ja auf Kreisebene schon lange installiert, aber ich finde, das wäre auch für die Gemeinde eine gute Sache, um die Kinder auch wirklich zu interessieren für das, was in der Gemeinde passiert und um ihnen auch Gelegenheit zu geben, selber mitzuentscheiden. Wir haben ein kleines Beispiel im Schwimmbad in Heimatshausen, das wird ja saniert, und da wurden die Grundschüler letztes Jahr gefragt, welche Spielgeräte möchtet ihr da haben? Eine Rutsche? Nee, brauchen wir nicht, haben wir alle zu Hause, gell? Sondern sie hatten konkrete Vorschläge und die werden dann auch umgesetzt. Und das finde ich, Kinder merken schon genau, ob ihnen zugehört wird und ob ihre Interessen auch wahrgenommen werden. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Und wir haben ja auch seit letztem Jahr einen Bürgerbus, der schon ganz gut genutzt wird. Das kann man auch noch ausweiten. Ich denke, das ist eine gute Sache, damit auch die Ortsteile besser an die Kerngemeinde angebunden werden. Und da gibt es sehr großes ehrenamtliches Engagement bei den Fahrern und dem Vorstand. Das finde ich auch eine tolle Sache, die sich weiterentwickeln sollte, und damit alle Bürger sich auch einbringen können in das, was in der Stadt läuft. Okay, Herr Laudon, was würden Sie ähnliche Schwerpunkte setzen oder setzen Sie andere Schwerpunkte? Wenn ja, was sind Ihre Schwerpunkte? Nee, wir sind da eigentlich in vielen Dingen immer sehr, sehr einig. Das ist ja das, was Kyrdorf eigentlich über die ganzen Jahre ausgezeichnet hat, dass wir in unserer kommunalpolitischen Tätigkeit eigentlich immer an einem Strang gezogen haben. Und das haben wir also mit allem, was jetzt in die Wege geleitet worden ist, getan. Ob das die Kyrdorfer Höfe sind, wo wir auch wussten, dass das ein Riesenprojekt für uns wird, also richtig schwierig wird. Und wir gehen da langsam auf die Zielgerade zu, dass man irgendwann auch sieht, dass jetzt was gebaut wird. Nachdem wir nun alle Hürden der Behördengänge jetzt nun langsam doch genommen haben. Und Gleiches gilt natürlich auch die Lebenswertigkeit. Das heißt, das, was uns ja im Land ausmacht,
auf dieser Ebene ist, dass wir als Gemeinschaft funktionieren, dass jeder dem anderen hilft, das Ehrenamt, was Renate hier gerade angesprochen hat, dass also die Vereine im Ehrenamt Jugendarbeit mitbetreiben. Das darf man einfach nicht vergessen. Es ist ja nicht nur, dass der Verein, der Sportverein, der Schützenverein oder wie sie alle heißen, sondern das sind alles Vereine, die ja Jugendarbeit machen. Und das müssen wir halt wirklich fördern und unterstützen. Und da dürfen wir uns nicht das Geld einsparen, sondern das ist Investition in die Zukunft für diese Parlamente. Und natürlich auch, dass wir halt die Beweglichkeit in unserem ländlichen Raum halten können. Da ist der Bürgerbus eine der Möglichkeiten, die wir haben. Die natürlich nur bedingt, weil dieser eine Bus muss halt finanziert werden, auch die Anschaffung war da, aber die Finanzierung ist jetzt wieder. Das ist also ähnlich, wie alle Modelle aufgebaut sind. Ja. Man kriegt eine gute Anfangsfinanzierung, aber danach muss halt die Unterhaltung des laufenden Betriebes muss also gehalten werden. Mhm. Und da müssen wir gucken, dass wir das uns nicht verbauen, sondern dass wir auch da die Mittel dafür bekommen, dass wir also Mittel haben, in dem so freiwillige Ausgaben, dass wir das auch weiterhin zukünftig machen können. Das ist das Entscheidende. Und was wäre einen anderen Vorschlag, um die Mobilität zwischen den einzelnen Ortsteilen zu halten? Wäre sowas wie ein ausgebautes Radwegenetz beispielsweise untereinander in der Kommune denkbar? Sind wir dran. Ich denke, da haben wir auch wiederum nicht auf kommunaler Ebene, sondern auf Landesebene, haben wir da schon über viele, viele Jahre so ein bisschen das Dornröschenschlaf. Mag auch wiederum im Vogelsberg die topografische Lage sein, dass es halt immer hoch und runter geht. Also wenn man da in NRW, wenn ich da Lehrgänge in NRW oder sonst wo gemacht habe, Münsteraner Land, da waren überall neben dem Gehweg war halt auch noch ein Radweg. Ja. Und dann kam der Verkehr, der Autoverkehr. Das war da immer schon gegeben. Das war bei uns halt immer ein bisschen schwierig. Man hat es über die Jahre hin nicht gemacht. Jetzt versucht man das und wir sind beide Radfahrer, aktive Radfahrer. Und wir sehen halt auch dann, wo noch gewisse Defizite da sind, wo man noch mehr machen könnte. Ja, die Dörfer am Kleental, die sind ja verbunden durch den Radweg, Heimatshausen, Kördorf, Lerbach. Aber die sogenannte blaue Ecke an Seinwalen, Kleinenhain, die ist eben nur über die Straße oder über Waldwege, die halt auch nicht jeder fahren kann oder will, erreichbar. Das haben wir schon uns vorgenommen, dass die Dörfer auch noch an die Kerngemeinde angebunden werden. Aber das will die Gemeinde dann von sich aus machen. Förderprogramme sind da auch wirklich kritisch zu sehen, weil die manchmal Bedingungen erfordern, die das Ganze sehr, sehr verteuern. Gell? Ja. Deshalb denke ich, dass wir das mit Eigenmitteln versuchen sollten, diese drei Gemeinden noch anzubinden, damit auch jeder mit dem Fahrrad gefahrlos nach Kirdorf kommen kann und nicht über Straßen, die auch sonst sehr belebt sind, fahren muss. So unser Wunsch wäre halt, dass man uns auch gewisse Mittel zur Verfügung stellt, dass wir uns auch selbst eigen entwickeln können. So wie wir es uns den Ortsbeiräten wünschen wir das natürlich auch, würden wir uns das von der Landesregierung wünschen, dass wir einfach mehr Schlüsselzuweisung hätten, um gewisse Projekte selbst anzupacken, ohne dass wir dafür jetzt wieder irgendein Programm, wo wir dann wieder Programmauflagen erfüllen müssen, die wiederum sehr viel Kraft kosten. Ja. Und gerade in den Kördorfer Höfen haben wir das halt wirklich erlebt. Das ist ein Pilotprojekt, wo man sieht, was da werden zig Millionen verbaut. So, und man hat aber keinen an der Hand, der einem dann durch diesen ganzen Wust der Verwaltungsarbeit hilft. Und so eine kleine Kommune mit so einem kleinen Personalbestand ist da am Rande der Möglichkeiten. Deshalb ist also für mich das Fazit, was wir da, ich habe mit dem Andreas auch schon immer so, mit dem Herrn Fey immer schon so besprochen, dass man hier wirklich für dieses Pilotprojekt am Ende sagen muss, hier gehört von der Landesregierung, aus der großen Verwaltung der Landesregierung, ein Partner an die Hand, der einem dort führt, der eine Projektführung für solche Sachen macht. Denn es nützt nichts, wenn ich jemanden habe, der oben steht und mir immer wieder sagt, das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden, sondern wie man es machen soll, wie man es beschleunigen kann. Ja. Und das wäre uns ganz, ganz wichtig bei allen Programmen, die man irgendwo bekommt, dass man jemanden hat, der einem da auch durch das Programm führt. Damit wären wir, denke ich, eigentlich auch schon so gut wie am Ende angelangt. Eine kurze Frage würde ich Sie bitten, vielleicht einfach kurz ein paar Sätze zu sagen. Wo sehen Sie Kirdorf in 6 Jahren, Frau Schmidt und danach Herr Laudon? Ja, ich hoffe, die Kirdorfer Höfe funktionieren. Die Windräder drehen sich, bringen uns Einnahmen und das Engagement der Bürger bleibt so, wie es ist. Und die Bauplätze sind so gut wie bebaut in 6 Jahren. Und wir haben junge Familien, die in Kirdorf bleiben wollen. Und denen wollen wir dafür sorgen, dass es ihnen an nichts fehlt.
Vielen Dank. Und Herr Laudon. Ja, ich kann mich da wieder anschließen. Das ist halt immer schwierig, wenn man als Zweites dran ist. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen, dass genau all die Sachen, die wir eigentlich schon seit ein paar Jahren jetzt angeschoben haben, dass wir die wirklich abschließen können, dass wir uns dann auch wieder die Möglichkeit schaffen, neue Ideen, neue Sachen anzufassen, gucken, welche finanziellen Möglichkeiten uns dann wieder über irgendwelche Programme gegeben werden, um uns weiterhin attraktiv und am Leben zu halten, damit also auch die Einwohnerzahlen nicht mehr sinkt, sondern eher steigt. Denn Einwohnerzahlen bedeuten auch wieder die Einkommensteuer, die dann wieder da ist, sodass wir also immer weiter investieren können. Und das ist eigentlich das Ziel unserer Stadt, dass wir uns weiterentwickeln können zum Wohle unserer Bürger. Das war ein schöner Abschlusssatz. Das war jetzt der berühmte Verhaspler nochmal am Ende. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie hierher gekommen sind und mit mir ein bisschen über die Zukunft von Kürdorf gesprochen haben. Auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, vor den Bildschirmen oder vor den Smartphones, danke ich, dass Sie eingeschaltet haben. Am 14. März sind die Kommunalwahlen. Schon jetzt können Sie Briefwahl beantragen und auch abschicken. Ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen hiermit ein weiteres Angebot liefern und Sie konnten sich ein Bild über die Wählerparteien und die Wählergemeinschaften und Wählerparteien in Kürdorf machen. Ja, vielen Dank und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein.